Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Hier bei Because Gaming ist Fun. Wir sind noch immer auf Namek unterwegs gegen das Ginju-Kommando. Ja, eben gerade hatten wir hart aufs Maul bekommen. Jetzt wollen wir uns natürlich erstmal bemühen, unseren Körper zurückzubekommen. Mal sehen, ob uns das ordentlich gelingt. Wer die letzte Folge aufmerksam betrachtet hat, weiß ja, was jetzt gleich passieren wird. Okay, das war recht simpel. Komm, wir gucken uns das nochmal an. Nicht, dass wir nachher was aus dem Kontext gerissen haben. Ginju möchte Son Gokus Körper haben. Wir springen dazwischen, um unseren alten Körper wiederzubekommen. Ginju ist damit auch wieder in seinem Körper. Guldo belebt jetzt Son Goku. Und Ginju kann den Körper letztendlich doch wechseln, was natürlich ganz schön suboptimal ist. Jetzt hat Ginju nämlich doch den starken Körper von Son Goku. Und wir haben damit einen extrem starken Gegner. Mal sehen, ob wir mit dem klarkommen. Na, das lief nicht so ganz so gut. Kannst du mal aufhören mit so einem Bullshit? Was zum Teufel? Aus nächster Distanz weicht dann mit Kamehameha aus. Dann ist mal nicht verkehrt. Wieso haben wir denn schon wieder... Nein, 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 nein! Oh, 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 oh! Aua! Das ist ganz schlecht jetzt. Ach, scheiße! Warum haben wir denn unsere Kapsel nicht? Was soll denn der Bullshit? Ist doch ein neuer Kampf. Warten. Scheiße, ey. Nächster Versuch. Ja, ist ja gut. Und hör auf, meine Angriffe zu blocken. Ich kann sowas auf dich ab, du kleine Sackratte. Und ja, ich werde gerade aggressiv bei sowas. So, alles klar. Warum starte ich eigentlich mit Half-Life? Gut, klar, der Körper von Ginju wurde, von mir wurde ordentlich verprügelt, bevor Ginju den Körper gewechselt hat, aber... finde ich trotzdem nicht gerechtfertigt, mich auf Half-Life beginnen zu lassen. Vor allem, wenn Son Goku mir mit einer Attacke so einen Damage reinhaut. Alter! Ach komm, und der geht dann daneben. Nein, und der geht auch daneben. Ach, das ist doch scheiße! So, diesmal sieht das schon ein bisschen besser aus. Aber dass sich jedes Mal seine komische Sphäre einsetzt. So, was will Guldo da jetzt? Vegeta mischt sich mit ein. Das ist interessant. Ach so! Willst du mich verarschen? Alter, ich bin ein bisschen in der Klemme, Leute. Ja. Ach, das ist so ein schlechter Witz hier. Setze die Milchkanone ein, genau dann, wenn ich komme. Boah, und ich muss nochmal wieder den ganzen Kampf machen, richtig? Ja, natürlich. Alter Schwede. Ich dachte mir, jetzt hat man es so einigermaßen geschafft, aber nee, denkst du? Hey, hau nicht ab hier. So, alles klar. Jetzt überfordern wir gerade das Spiel. Nein! Ach du kleines Fackviech.
Wow, ich bin jetzt schon so gut wie down. Ich will doch nur eine scheiß Kapsel einsetzen. Ach so. Boah, da wissen wir mal, mal richtig Premium ausgerichtet. Ja, genau. Dieser fuck... Diese fucking Sphäre, ey. Das ist ja mal so OP, das Ding. Kann ich nicht mal ein bisschen dem regenerieren? Auf irgendeine Art und Weise? Ja. Leute, ich denke, wir werden das Ding jetzt hier einmal kurz abbrechen, den Missionsversuch. Weil das hat ja einfach keinen Sinn. Wir gehen einmal zurück zum Zeitnest und beschaffen uns ein paar neue Kapseln. Ich hoffe mal, ich kann jetzt gleich direkt da wieder einsteigen. Wenn nicht, wäre das ganz schön assig. Aber so kann das ja nicht weitergehen. Wir kriegen ja nur aufs Maul. Können uns fast nicht zur Wehr setzen. Wenn wir mit so wenig Leben starten. Da müssen wir da hinten hin. Kann natürlich auch sein, dass wir uns richtig dämlich anstellen. Aber... Warte mal. Hm? Achso, nee. Anpassen Kampfobjekte. Lädt dein eigenes KI wieder auf. Nee, sowas will ich ja nicht. Hier zum Weltkampf werden wir uns auch natürlich irgendwann noch anmelden. Das muss natürlich auch sein. So, was haben wir denn hier jetzt? Objektladen. Genau, da wollen wir hin. Willkommen. Stellt ein wenig Gesundheit wieder her. Wie viele hast du denn davon? Davon hast du einige. Dann nehmen wir doch gleich mal 10 Stück. Ja gut, haben wir jetzt 10 kleine geholt. Ich denke, das ist auch nicht so verkehrt. Aura-Kapsel. Ingift-Besser-Kapsel. Aha. Mischkapseln. Energiekristall. Ein heilskräftiger Mineralkristall. Schließe ihn in deine Kapsel ein, um ihn zu verwenden. Okay. Spezialfähigkeit. Okay, die klingt ziemlich geil. Aha. Dann nehmen wir doch mal das Ding hier mit. Und mal ruhig gleich 2 davon. Ich weiß nicht, wie viele ich davon brauche. Nein, ach komm, hör auf. So, anpassen. Kampfobjekte wählen. Muss ich da... Nein, muss ich nicht. Alles klar. Ausrüstung ändern. Z-Seele, da legen wir natürlich unseren Aufgeben drauf. Heißt, wenn wir K.O. gehen, gehen wir nicht wirklich K.O., sondern stehen nochmal wieder auf. Und jetzt werden wir uns nochmal Ginju stellen. Kann ja nicht wahr sein, dass wir da drauf gehen. Wir sind doch schließlich der auserkorene Held. Da können wir nicht gegen Ginju verlieren. Wenn ich mir vorstelle, was noch so für Gegner auf uns warten werden. Oh mein Gott. Gegen Ginju machen wir schlapp. Warte, da können wir noch direkt kurz Attribute boosten. So, machen wir das ruhig mal so. 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 Alles klar. Mal ein bisschen boostet hier. Wir hätten natürlich auch ein bisschen auf Trefferpunkte gehen können oder vielleicht sogar sollen. Aber was soll's. So, jetzt bin ich gespannt. Da ich ja die Mission abgebrochen habe, würde mich mal interessieren, wo wir wieder einsteigen müssen. Ja. Ja, ich möchte sie fortsetzen. Und was sagst du mir jetzt? Wo muss ich wieder anfangen? Ach, Gott sei Dank, direkt da. Oh.
Luchas Gracias, amigo. Okay, alles klar. Okay, da starten wir auf. Nein, ich wollte doch ausweichen. Ach du kleines Fuckviech, ey. Oh, oh, das ist uncool jetzt. Das ist uncool. Hallo? Sie ist eingesetzt, Energiekapsel, ich weiß. Oh Scheiße, scheinbar kann man das. Meine Fresse, wieso kann ich mich denn nicht wehren? Weil ich dummerweise. Geil. Geil, geil, geil. Meine Güte, wie hier gar nichts klappt. Das ist ja nicht fein. Ach so, jetzt macht er auch noch einen Griff auf mich hier. Aber hilft mir Son Goku eigentlich in irgendeiner Form. So, diesmal hat mich das Mistding mal nicht erwischt. So, jetzt. Wow. 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 Ja, da willst du mich jetzt verarschen hier. Ja, geil. Nochmal kann ich es nicht einsetzen, in der Tat. Hörst du dich jetzt mal auf damit, ey? So, komm, jetzt kriegen wir ihn. Jetzt kriegen wir ihn. Okay, wir haben nochmal wieder Leben dazu bekommen durch unsere Seele. Haben Son Goku besiegt. Guldo scheint aber auch noch besiegt werden zu müssen. Finde ich jetzt gar nicht cool. Vor allem, weil meine Mitstreiter einfach mal überhaupt nichts gegen machen. Wow. Wo ist er? Hallo? Vielleicht haben wir ihn aber. So! War's das jetzt endlich? So, das sieht doch nach dem richtigen Geschichtsverlauf aus. Oh ja, das sieht wirklich nach einem richtigen Geschichtsverlauf aus. Guldo hat nämlich seinen Körper mit dem einer Kröte getauscht. Was haben wir da jetzt gerade entdeckt? Ich habe es nicht gesehen. Muss ich gestehen. So, ein B haben wir diesmal rausgehauen. Alter Schwede, hat mich das Strapazen gekostet. Warum habe ich nicht gleich nach dem ersten Versuch einmal abgebrochen und mir ein bisschen was fürs Inventar geholt? Wir kriegen ordentlich EP dazu. Das ist nicht verkehrt. Oh, jetzt habe ich direkt weitergemacht. Oh. Was zum Teufel? Entdeckt! Geschichtstörer, nicht Töter.
Okay. Das sind also die beiden, die den Strom der Geschichte stören. Wo auch immer diese Leute sind. Die sind wohl speziell für Mira. Die wurden wohl speziell für dieses Spiel entwickelt. Weil... Meine Güte. Der Typ hat nicht zu wenig Leben. Der versteht sich aber gerade nur auf den Verteidigung. Das hat mich schon gewundert. Der hat. Das ist ja nicht feierlich. Oh, jetzt greift er an. Das ist aber uncool. Alter. Der haut schon doller rein als so manche andere Gegner. Hallo! Das mit dem Wegteleportieren funktioniert auch nicht mehr. Alter Schwede, ey! Hallo! Ja, ist gut jetzt. Alter Schwede, was ist denn los mit dem? Was stimmt denn nicht mit dir? Komm, ich habe ihn nur schon auf Half-Life runter. Oh, oh, was geht ab? Was geht ab? Okay, das hat gereicht. Alter, dem seine Ultra-Attacke sah böse aus. Die sah ziemlich böse aus. Aber wir haben es geschafft. Rang B und genug EP für den nächsten Level Up schon. Heißt, wir sind auf Stufe 14 angekommen. Haben 14.000 Zenis jetzt. Heißt, wir... Ernsthaft? Ist das alles? Was für eine Enttäuschung. Hey, komm, ich bin noch zu Beginn des Spiels. Ich muss mich erst noch aufbauen. Du solltest deine Lippen vielleicht bewegen, wenn du sprichst. Es ist vorbei. Keine Sorge. Ich werde deine Energie gut nutzen. Warte, Mira, sagt Tova, die zweite von den beiden. Tova und Mira. Hey, wer hilft dir? Das verrate ich euch noch nicht. Du kannst das nicht allein gemacht haben, so durch die Zeit zu reisen. Nur um gegen uns zu kämpfen. So. So, du willst also nicht mit mir reden, ja? Ist auch egal. Lassen wir sie fürs Erste in Ruhe, Mira. Das macht doch nichts, oder? Ich kriege eh nicht genug Energie aus ihm. Jedenfalls im Moment nicht. Reisen wir in die nächste Epoche. Fürs Erste lasse ich dich leben, Schwächling. Demo. Aber kommst du uns nochmal in die Quere, dann wirst du ausgelöscht. Das ist meine Ansage. Warte, es ist gefährlich, ihnen jetzt zu folgen. Bitte komm zurück. Okay, da haben wir unsere Kontrahenten entdeckt. Gute Arbeit, das war ein toller Kampf. Jetzt ist die Geschichte wieder normal. Du hast das Paar gefunden, das die Geschichte verändert.
Towa und Mira. So hat er gesagt. Towa und Mira. So haben sie sich selbst genannt. Sie stehlen Energie der Krieger aller Zeiten. Dadurch verändert sich die Geschichte zum Schlechten. Wer sind sie? Der Mann, der Mira heißt, ist besonders gefährlich. Sie sind Einwohner des Dämonenreichs in der fernen Zukunft. Kaioshin der Zeit. Towa ist Daburas Schwester. Der Krieger Mira wurde von Towa geschaffen. Moment, ist jetzt wirklich Dabura aus der Majin-Saga gemeint? Oder gibt es noch einen anderen Dabura, an den ich mich jetzt nicht erinnere? Der hieß doch Dabura, oder? Eieiei, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Sie stehlen Energie, um das Siegel des Dämonenreichs zu entfernen. Was wird passieren, wenn das Siegel entfernt wird? Das Gleichgewicht bricht zusammen. Diese Welt, die Unterwelt. Nirgends wird es mir sicher sein. Oh nein, dann sind das schreckliche Leute. Sag nicht, Trunks. Der Welt werden niemals die Schurken ausgehen. Da hast du wohl recht. Da wollte noch jemand das Zeitnest übernehmen, um die Zeit zu beherrschen. Dieses Gefühl. Es ist zu früh. Warum sollte die Geschichte so schnell geändert werden? Sehen wir mal nach. Sprich mich an, wenn du bereit bist. Okay, also kommt direkt die nächste Geschichte hier. Allerdings passiert das erst in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder mächtig drüber. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. War spannend hier gegen Ginju und gegen Towa und Mira. Wir wissen jetzt, wie unsere Kontrahenten heißen. Alter, und der Mira hat immer was drauf. Da müssen wir uns noch ordentlich ins Zeug legen, damit wir was gegen den ausrichten können. Mal sehen, wann wir da die Schnitte haben. Ich danke euch jetzt vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis die Tage. Tschüss!